Wir, also der Uwe und ich, sind aus Berlin gekommen, nennen uns Designs Fiction, haben beide Designtheorie studiert und machen hauptsächlich Kommunikation und arbeiten im künstlerischen Bereich und tendenziell eher im Konzeptbereich, würde ich das nennen. Auch wenn wir vom Nähen sehr wenig Ahnung haben und zum Glück aber die Klöt noch da ist von gestern, schaffen wir das hier, ein Nähprojekt zu machen. Wobei genau genommen das kein Nähprojekt, sondern ein Recyclingprojekt ist. Also wenn man mal zum Beispiel da hinüber schwenken könnte, da sieht man einen Bauzaun und der Bauzaun ist bespannt mit einem Material, einem schwarzen Material. Das haben wir jetzt auch hier auf unserem Bastel- oder Arbeitstisch liegen. Ja. Das ist ein Kunststoff aus PE, nennt sich das. Und der verrottet nicht und deshalb war die Aufgabe, irgendwelche sinnvollen Dinge daraus noch zu machen, so Second Life ähnlich, damit er nicht einfach so auf die Halde wandert, weil er eben nicht verrotten kann und auch ganz schlecht verbrennt. Das heißt Brandschutz B1. Aha. Also wenn dann unter ganz großer Hitze und man kann halt, nachdem es mal fertig ist, nicht wirklich viel damit anfangen, außer das klein zu schneiden und nochmal in Volumen zu bringen zum Beispiel. Oder auch eine Lampe kann man zum Beispiel, also Lampenschirme draus machen, alles was man mit Textil im Grunde auch macht. Ich würde allerdings von Kleidung abraten, ist bestimmt unbequem. Oder hier diese kleine Gruppe hier, diese elterliche Gruppe, die versuchen sich gerade an dieser Tasche. Und auch der Herr in Orange hat Interesse an so einer Tasche, allerdings mit etwas kleineren Henkeln. Also die Vorschläge, die wir gemacht haben, die sind natürlich eher als Anregungen zu verstehen.